Heute ist Mittwoch. Es ist ein bisschen verregneter Tag, aber es soll jetzt erstmal trocken bleiben bis 14 Uhr. Und deswegen haben wir uns entschlossen, mal so eine 2-3-stündige Wanderung zu was? Krippenhöhle-Tal, was weiß ich, zu machen. Ja, Krippenbrüller-Tal oder Höhle. Fängt gleich abenteuerlich an, weil wir gehen jetzt hier eigentlich durch den abgesperrten Bereich. Aber wir haben gestern gesehen, dass da eine kleine Lücke im Zaun ist und hoffen, dass wir dann irgendwie auf die andere Seite der Gleise kommen. Das ist Abenteuer pur. Sabine ist schon ganz begeistert. Ja, erstmal gleich nasse Schuhe, ey. Als erstes haben wir mal nasse Schuhe jetzt. Geht gut los. Übrigens nehmen wir das erste Mal in 4K auf. Mal schauen, ob da was Unterschiede zu sehen gibt. Sowohl im Bild als auch in der Speichergröße. Die Bergwand will erklommen werden. Ich habe einen Stein im Schuh. Ja, das ist immer so. Da sind schon mal Schafe. Ist das nicht idyllisch? Kleiner Bahnhof. Oh nee, ich ziehe jetzt nicht den scheiß Schuh wieder auf. Frage. Besser jetzt Stein aus dem Schuh holen oder 10 Kilometer drüber ärgern? Den Weg bin ich vorgestern schon im Rad gefahren. Das ist der R2. Sehr schöner Weg. Habe ich schon gedacht, dass man den auch ganz gut wandern kann. Weißt du, was ich mich gerade frage? Ja. Ob diese Gondeln, ich denke mal so, was ist denn, wenn mal so ein Stromausfall ist? Haben die so ein Notstromaggregat? Mit Sicherheit. Da ist schon mal ein dickes Pferd, das frisst und frisst, wird immer dicker. Wir sind jetzt hier unterwegs auf dem Krippenhöhlenweg. Und Sabine ist schon ein bisschen mulmig, weil es schon höher geht hier. Wie geht's dir? Geht so. Ja, der Rücken geht unten an der Traun entlang. Aber so ein bisschen Höhe ist in den Bergen, kommt schon mal vor. Schöner breiter Weg. Die Bäume schützen. Kein Problem, gell? Ja. Immer so Sachen mit mir. Ich weiß,
weißt es genau. Ja, ich kenne doch die Wege auch nicht. Ja, ich schätze jetzt aber doch, wir sind in den Bergen. Auf der Poststraße. Aha. Da sind viele Schnecken auf dem Weg. Hauptsächlich Nacktschnecken, aber auch viele mit Häusern. So, wir sind durch den Höhenweg schon fast wieder unten. Und Sabine überlegt jetzt Höhlentrekking zu machen. Vorhin hat sie bei 10 Meter Höhe schon Pipi in der Hose gehabt. Jetzt will sie Höhlentraining machen. Höhlentrekking Pulverloch. Das 20 Minuten von hier entfernte Pulverloch, zu dem die Markierungen weisen, gehört zwar nicht zu den berühmtesten Höhlen im Dachsteingebiet, mit einer Taschenlampe lohnt sich aber dennoch ein kurzer Vorstoß ins Reich der ewigen Finsternis. Und wir haben keine Taschenlampe dabei. Handys. Ich habe Taschenlampe dabei, alles dabei. Aber ich glaube nicht, dass das was geht. Nein, glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen... Guck mal um die Ecke. Ja, guck mal um die Ecke. Hat alles so eingewachsen hier. Oh. Ja, zoom schon in meinen Kopf kaputt. Also das mache ich nicht, weil meine Hose ist nicht dicht da unten. Das fängt an zu tröpfeln. Was ist denn jetzt los? Ich denke, das soll erst wieder um 14 Uhr regnen. Müssen wir doch in die Höhle. Boah, was für ein Riesenglattschnee. Es wäre wahrscheinlich sogar tatsächlich machbar, weil es da oben wieder sich so zusammenzieht. Aber ich habe Angst vor Zecken. Und meine Hose ist nicht bis ganz unten. Also, da lang. Also, dem ist mir gleich was in die Ohren gesummt. Ist bestimmt nicht so bekannt, diese Höhle da. Wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zurückschneiden. Die Zeit ist gekommen, den Stein aus dem Schuh zu holen. Überall hier auf dem Weg gibt es immer mal so große Felsbrocken, die sind noch aus der Eiszeit bei den Moränenabgängen hingetragen worden sein und seitdem hier so rumliegen.
Wir sind jetzt aus dem Wald raus. Den Höhenweg haben wir überstanden und nähern uns jetzt der Koppenbrüllerhöhle. Ich weiß so gut, wie sie heißt, weil ich das hier ablesen konnte. Steht hier an der Bahnstation. Geöffnet, aber hier ist niemand. Wollen wir mal bis dahinter laufen? Das Kassenhäuschen ist geschlossen. Also hier steht, dass der Weg bis zur Höhle geöffnet ist. Können wir uns das ja noch anschauen.